Hi, ich bin Caro und ich durfte mir bei Samsung schon mal die neue Samsung Galaxy S22 Serie anschauen, nämlich das S22, S22 Plus und das S22 Ultra. Ich erzähle dir meinen ersten Eindruck und was du von den Modellen erwarten kannst. Fangen wir aber erstmal mit dem Design an. Ich finde die S22-Reihe super schön. Ich war positiv überrascht von den Farben und wie sie so in Real Life zur Geltung kommen. Das S22 und das 22 Plus gibt es in Schwarz, Weiß, Dunkelgrün und Rosa. Und das S22 Ultra gibt es in Schwarz, Weiß, Dunkelgrün und Bordeaux-Rot. Im Gegensatz zum Vorgängermodell der S21-Reihe ist es bei der S22-Reihe jetzt so, dass die Farben ebenmäßig sind. Das S22 ist das kleinste der drei Modelle mit einem 6,1 Zoll Bildschirm, gefolgt vom 22 Plus mit 6,6 Zoll und dem Ultra mit 6,8 Zoll. Der Bildschirm vom S22 und 22 Plus ist platt und der Bildschirm vom Ultra ist ein Edge-Bildschirm und läuft also über in die Seiten. Der Bildschirm von allen drei Modellen ist auf jeden Fall, ja, wie wir es erwartet haben, super nice, super scharf und die Farben kommen natürlich auch absolut top zur Geltung. Das Ultra hat außerdem jetzt den S-Pen integriert. Laut Samsung lässt der S-Pen sich jetzt noch intuitiver bedienen und darum spürt man kaum eine Verzögerung auf dem Bildschirm bei der Benutzung. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob das Ultra hiermit das Note ersetzen wird. Alle drei Modelle sind aus Armor Aluminium und Gorilla Glass Victim Plus. Das sind momentan ja eigentlich so ein bisschen die stabilsten und robusten Materialien auf dem Markt für Smartphones. Außerdem sind alle drei Modelle IP68 zertifiziert, was sie wasser- und staubbeständig macht. Ich würde dir jetzt nicht raten, mit dem Handy schwimmen zu gehen, aber ein bisschen Regen und Sand kann es auf jeden Fall verkraften. Kommen wir dann zum, finde ich persönlich, wichtigsten Aspekt, den Kameras. Das S22 und 22 Plus haben eine 50 Megapixel Hauptkamera, 12 Megapixel Ultraweitlinse, 10 Megapixel Telelinse mit dreifachem Zoom und einer 10 Megapixel Selfie-Kamera. Das Ultra hat eine 108 Megapixel Hauptkamera, eine 12 Megapixel Ultraweitkamera, zwei 10 Megapixel Telelinsen mit einer Linse Dreifachzoom und einer Linse Zehnfachzoom und einer 40 Megapixel Selfie-Kamera. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich die Verbesserungen der Kameras äußern werden. Laut Samsung sind jetzt Fotos und Videos qualitativ noch hochwertiger und außerdem ist Foto- und Bildmaterial vor allem bei wenig Licht auch super gut. Ich werde das in der nächsten Zeit natürlich ausführlich ausprobieren. In Sachen technische Merkmale haben das S22 und das S22 Plus einen Exynos 2200 Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher, 128 oder 256 GB Speicherplatz. Das S22 hat einen 3700 mAh Akku und das S22 Plus hat einen 4500 mAh Akku. Das S22 Ultra hat einen Exynos 2200 Prozessor, 8 oder 12 GB Arbeitsspeicher, 128, 256 oder 512 GB Speicherplatz und einen Akku von 5000 mAh. Apropos Akku, ein USB-C zu USB-C Kabel ist natürlich mitgeliefert, um dein Smartphone aufladen zu können. Ein Adapter allerdings nicht, den musst du dir dann noch separat dazu kaufen. Gut, das war's schon wieder zum ersten Eindruck. Ich werde das Ganze natürlich auch noch reviewen, ausführlich unter die Lupe nehmen und testen. Wenn du wissen willst, wie es mir dabei ergeht, dann halte auf jeden Fall den Kanal im Auge und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video.